Hallo meine Lieben, willkommen zurück zum PC Building Simulator. Und wir bauen hier tatsächlich den PC für den Olli 22. Und Olli, das ging irgendwie an mir vorüber. Das war, glaube ich, so ein Skateboard-Spiel, sowas in der Richtung. Richtig cool, hat viele Fans. Und da gibt es noch einen zweiten Teil davon, von dem ich auch genau null Ahnung habe. Null Ahnung habe. Zero. Niente. Nada. Aber was haben wir bekommen? Wir haben Gigabyte. GA. B250M Gaming 5 bekommen, wir haben die Ripjaws bekommen, sehr gut. Wir haben den DFL Tune, Cooler Master Bronze. Ja, wir haben ja einiges hier bekommen. Dann nur mal ganz kurz gucken, ob wir den Cooler Master haben. Haben wir den schon fertig gebaut? Ah, hier, Cooler Master. Nein, Blödsinn. So ein Blödsinn. Wo sind die ganzen Sachen hin? Also ich bin auch ein bisschen raus, um ehrlich zu sein. Wir müssen ein bisschen gucken, was jetzt hier abgeht. Der Tobias, das gefällt mir. Tobias Molcho, gute Mann. Tobias Molcho, na dann sag mal, was hätte er gerne? Er hätte gerne die CPU ersetzt. Und der Tobias Molcho, haben wir hier ein Ding drauf, was ihm gehört? Haben wir gar nicht drauf, was ihm gehört. Ah! Wo ist mein Zettel? Hier, Molcho. Okay, 1600X CPU kommt rein. Ich habe mir das aufgeschrieben. Gott sei es mir gejauchzt und getrommelt und gepfiffen. Nein, ist nicht da. Okay, alles klar, Leute. Ich bin total verwirrt, aber das macht genau nichts aus. Alles gut. Leute, alles gut. Kommt morgen irgendwas an? Morgen kommt nichts, aber heute? Wo kam der 1600? Paar zerquetschte? Keine Ahnung. Es ist in Ordnung. Wir machen einfach mal einen neuen Tag. Alles gut. Tag beenden. Ja, alles gut. Alles gut. Zur Arbeit. Okay. Oh je. Es kamen keine neuen Teile. Wir gucken mal, was wir hier machen können. Upgrade von Duarte. Er will League of Legends gerne spielen. Wer will das nicht? Das beste Spiel League of Legends spielen. Der Dickel. Und dann möchte ich Rechner kaputt CPU ersetzen. Gut, dann werden wir die halt mal besorgen und einbauen. Ich habe mir aufgeschrieben, so eine 1600X CPU. Dann werden wir die, Moment, noch mal ganz kurz gucken, ob wir sie jetzt im Inventar haben. Ich glaube nicht. Warum? Wie sollten wir sie jetzt ins Inventar gekriegt haben? 1600X CPU. Passt nicht. Na dann, meine Freunde. Gehen wir in den Shop. 1600X. Für 270. Und wie heißt du? Melcho war das, gell? Melcho? Molcho, Verzeihung, Molcho heißt der gut. Ja, ich traue mich gar nicht, die E-Mails alle zu lesen hier. Wir machen jetzt mal den Molcho. Und Budget 600, RAM haben wir schon ersetzt. Wie viel haben wir schon ausgegeben bei seinem Rechner? 100 Piepen, also passt. Molcho auf Platz 1, jetzt kommt Position 2. Und ich habe natürlich hier mein Buch und was bin ich froh, dass ich mein handgeschriebenes Blatt Papier hier habe, wo ich mir meine Kunden dann nach und nach aufschreibe, wer was wie kriegt. Oh. Was ist das für ein Dreckstück von einem PC? Und warum ist das Seitenteil abgeschraubt? Und warum liegt hier Stroh? Tja, Leute, das sind Fragen. Gehäuse erst öffnen. Achso, das sah so aus, als wäre da gar nichts dran. Aber gut, da war wohl was dran. Dann machen wir mal das Seitenteil ab. Ah, wundervolles Stück. So was Feines hier. So was Feines. Ja. Und ich glaube, ich bin Deutschlands schlechtester Sprayer. Aber jetzt sieht es doch ganz gut aus, oder? Wie sieht es da unten drin aus? Leute, wie sieht es da drin aus? Hallo? Ah. Gibt es hier noch ein Teil? Hey Leute, Hilfe! Hilfe! Alles gut, es ist einfach sauber gesprüht. Ich sehe das. Da unten ist, da ist doch Dreck. Ich sehe doch da Schmutz. Leute, ich sehe doch da einen Schmutz. Natürlich. So. Natürlich war es da Schmutz. Hab ich doch gesehen, Leute. Also komm. Seitenwand dran. Passt. Okay, gut, wir müssen jetzt eine Diagnose stellen. Die alte Krücke hier, die macht es nicht mehr so.
jetzt gucken, wo das Problem liegen könnte. Wie heißt er? Gleich aufschreiben. Er heißt Krieger Zirkus. Ich nenne ihn mal Krieger. Krieger. Er kriegt dann, ja gut, keine CPU gefunden. Er hat keine CPU gefunden. Okay. Mein Freund, warum keine CPU gefunden? Wir installieren mal mit Wärmeleit. Passt ja mal zum Testen, ob es daran liegt. Die Prozessorkühlung, die schicke. Bin eben froh, dass die Wärmeleitpaste wenigstens gratis ist. Okay, keine CPU gefunden. Gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ist die CPU defekt oder oder nicht. Alles klar. Der Zähler, schreibt mal auf Zähleron. Leute, G3950. Gut, und die sollen wir ersetzen dann, was wir auch machen werden. Wir können die entfernen schon. Jawohl, das können wir schließen. Ist in Ordnung. Gut, dann stellen wir ihn mal auf Position 2. Schreibe ich mal hier, Molcho ist Position 1, Krieger Position 2. Und die G3950 werden wir gleich bestellen. 3950, da ist ja auch schon eine im Inventar. Müsste jetzt im Inventar eigentlich anzeigen, dass sie kaputt ist. Ja, genau, 3950 kaputt, verkaufen für eine Piepe, sehr gut. Ja, finde ich gut, finde ich gut. Das ist halt nun mal die Arbeit eines PC-Wurstlers und das gefällt mir. Das macht mir einfach Spaß, Leute. Mein Gott, ich weiß gar nicht, warum mir das so gefällt. Ich sollte wirklich sowas vielleicht beruflich machen. Ich liebe das, da zu schrauben und zu gucken und zu machen und zu tun. Und man kriegt halt auch mit der Zeit einfach so eine Übung da drin. Ja, dass man viele Sachen einfach mit Leichtigkeit macht. Was ich in echt jetzt wirklich selten gemacht habe und was dann hier auch die Herausforderung sein wird, ich habe das jetzt offline gemacht, ohne Aufnahme quasi, dass man die CPU ein bisschen tuned, tweaked oder wie das heißt, ja, dass man im BIOS quasi ein bisschen übertaktet und guckt, okay, wie weit können wir gehen, was können wir machen. Ja, das finde ich ziemlich cool, um ehrlich zu sein. Nimmt er jetzt das Teil ab oder nicht? Das ist mir doch alles... Oh mein Gott, was für ein schickes Ding ist das denn? Was für ein schickes Gehäuse. Echt? Und wir machen hier mit dem alten Lulli rum. Der hat auch hier schicke rote Teile. Na, das wäre doch eigentlich für uns ideal. Das mal so richtig schön zu verhunzen mit so ein paar weißen Kabeln, oder? Mal so ein richtig paar bekackte, knallige, gelbe Kabel rein. Er hat hier schon mal schick... Schickt da was gemacht. Lass mal gucken, was er sagt. Kein RAM. Kein RAM drin. Okay. Öffnen wir mal den Speicherclip und gucken uns mal die Corsair an. Kaputt. Okay, das ist klar. Die ist kaputt. Schade natürlich. Jetzt gucken wir mal. Bandowski. Stellplatz 3 und jetzt müssen wir uns mal den Speicher kurz angucken. Corsair, Dominator, aha, Platinum 8 GB, 8 GB, Leute, GB sollte man ja sagen. Warum und alles, das müsste man sich noch mal angucken. Auf jeden Fall ist es, glaube ich, korrekt, auch dann in diesem Zusammenhang mal von Gigabyte zu sprechen. Platz 3. Aber ein Gigabyte ist nicht gleich ein Gigabyte. Warte. Platinum. Hier Dominator 2400. Hier, der hier. In den Warenkorb. Boah, 2750 im Warenkorb. Was ist denn da so teuer im Warenkorb? Achso, das schnelle Schraubwerkzeug habe ich reingepackt, okay. Muss gleich niesen, Moment, nicht erschrecken. Oh Gott. So, und wie ihr sehen könnt, ich habe diesen Ryzen 6 Core habe ich auch schon im Warenkorb gehabt. Oh, da reicht uns ja einer. Eieiei,
Gut, und jetzt kommt Nummer 4. Dickel. CPU. Was haben die alle für kaputte PCs? Aber er hat auch schick. Schickes Gehäuse. Also, ja. Kann man schon machen. Ich bin jetzt kein so ein Gehäusetuner. Ich mag gerne geile Spiele spielen. Und das Gehäuse ist jetzt nicht mein das Wichtigste für mich. Weil ich es ja eh unterm Tisch stehen habe. Bin jetzt kein Flexer. Sieht man nach. Leute, ich bin ganz normal. Ganz normal. So wie ihr auch. Kein Poser, Alter. Kein Flexer, yo. Nee, wobei ich das auch nachvollziehen kann. Ist doch schön. Macht doch alles so schön, wie ihr das wollt. Und wie es euch gefällt. Und das ist geil. Und was die anderen sagen. Ja, das ist so scheißegal, Leute. Das müsst ihr euch mal eins merken, ja, was die anderen sagen. Ist wirklich piepegal. Es gibt ein paar Dinge, die schlecht wären, wenn ihr jetzt zum Beispiel bei einer Bank arbeitet, ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, und voll tätowiert wärt ins Gesicht mit obszönen Zeichen, dann wäre das nicht gut. Okay? Jetzt Moment, schreibt mal kurz auf. Aber ansonsten, macht doch was ihr wollt, wenn ihr den geilsten PC wollt. Holt euch den geilsten PC. Gaming X8G. Wenn ihr mit Hosenträgern rumlaufen wollt, Leute, dann macht es. Und was immer ihr machen möchtet, macht es einfach. Man lebt nur einmal, klar, man muss ein paar Regeln befolgen, aber hallo? Es ist so uninteressant, wenn ihr schwul seid, wenn ihr lesbisch seid, wenn ihr was weiß. Ah nein, Idiot! Es ist so uninteressant, dass euer Leben macht es, was ihr denkt, was ihr machen müsst. Ich bin langweilig, ja. Für mich ist das einfach ganz normal zu sein, ist für mich eben schön. Und für andere ist was anderes schön, dann sollen die das machen, dann ist das super. Mit AMD. Ich kenne auch Leute, die eine Frau geworden sind. Ja, gut. Gut, wenn derjenige jetzt glücklicher ist, ist das optimal. 1700. So, kommt jetzt halt für mich nicht in Frage. Vielleicht kommt es für mich auch mal in Frage eines Tages und dann finde ich raus, oh. Du, Tobi, also Rock steht gut. Dann werde ich das auch machen. Ist aber nicht so. Momentan. Home. Okay, heißt doch immer Leben und Leben lassen. Und das ist ganz schwierig, das ist leicht gesagt. Leben und Leben lassen, ja. Ja, ja, Leben und Leben lassen, okay. Lasst mal sowas in eurer Familie passieren. Wenn ihr direkt betroffen seid und schaut, wie ihr dann reagiert, okay? Und dann ist es wichtig, gelassen zu sein. Also Gaming X, der hat doch Gaming X 8G. Der hat nicht die Gaming, der hat die Gaming X 8G. Gut, dann machen wir die mal rein. Ja. Deswegen ist es genauso. Genauso mit dem Impfen zum Beispiel. Ja, lasst euch impfen. Warum denn nicht? Daran geht keiner zugrunde, Leute. Diese Impfung haben jetzt mehrere Milliarden Menschen schon bekommen. Okay, und? Alle sterben wir? Alle werden wir gechippt? Mhm, ist klar. So, Achtung. Ihn habe ich aufgeschrieben. Ist in Ordnung, cool. Das war der Dickel. Jetzt kommt er. I'm a doctor. Oh, das nervt mich bei dem Spiel richtig brutal. Muss ich ehrlich sagen. Das turnt mich ab. Dass der 3D-Mark komplett durchgeführt werden muss, ist scheiße. Oh, Doktor. Ja, was für ein Problem gibt's? Tut doch. Tut doch. Jetzt will ich mal schnell gucken hier im Shop. Er sagt, der tut nicht. Jetzt gibt's hier ein Programmchen, das man sich besorgen kann. Moment. Hier, Okt. Ja. Das würde ich jetzt mal mir gleich besorgen. Ja, komm, wir kaufen es jetzt. Dann kommt es morgen an. Ist in Ordnung. Aber das schnelle Schraubwerkzeug und so, das haben wir jetzt schon. Und jetzt haben wir das Okt nämlich drauf, das Okt-Programm. Machen wir ran. Programm hinzufügen. So, er möchte den 3D-Mark. Sorry, ich weiß nicht, warum ich so durstig werde. Hier. Und ich weiß nicht, warum die Zeit hier so schnell vorbeigeht bei der Aufnahme.
Junge, immer wenn ich das Spiel aufnehme, das macht mich fix und fertig. Weil das Spaß macht. Man hat ein Ziel. Ja, man möchte die PCs fertig machen. Und ich liebe einfach das Schrauben. Am PC ist halt geil. Oh, Leute. Ihr seid die Besten. Oh je. Keine Ahnung. On. Gestartet. Test steht bevor. Na dann. CPU. GPU. Hat eine okay. Jetzt kommt sie raus. Genau. Ja. Wenn dieser Fehler das erste Mal angezeigt wird, starten Sie den Computer neu. Durchlaufen Sie folgende Schritte. Prüfen Sie, ob neue Hardware-Software ordnungsgemäß installiert ist. Sofern es sich um eine Neuinstallation handelt, erkundigen Sie sich bei Ihrem Hard- oder Softwarehersteller nach gegebenenfalls erforderlichen Aktualisierungen. Sollten die Probleme weiterhin auftreten, deaktivieren Sie oder entfernen Sie gegebenenfalls neu installierte Hard- und Software. Jetzt gucken wir mal, ob er uns was geschrieben hat, ob er irgendwas neu eingebaut hat. Da einmal Doktor. Okay. Gucken wir mal, Doktor. Ich habe vor 9 Monaten einen PC von Ihnen bestellt. Zwar läuft er im Großen und Ganzen zufriedenstellend, aber bei irgendwelchen echten Herausforderungen wird er deutlich zu heiß. Okay. Also, wenn das der Vorgänger war vor 9 Monaten, da hatten wir ja das Problem, dass er immer die Kühlpaste gerne vergessen hat. Und das werden wir mal testen. Ob wir mit sowas Einfachem wie der Wärmeleitpaste hier... Kacke, was hat er jetzt drauf gehabt? Hat er den Mortoni drauf gehabt? Ich glaube, der hatte was ganz Billiges drauf. Das würden wir jetzt einfach mal testen. Ob das daran gelegen haben könnte. Jo. Jetzt gucken wir mal. Jetzt habe ich natürlich nicht zugeguckt, gell? Aber CPU-Temperatur hält sich in Grenzen noch momentan beim Test. Leistungsaufnahme. Hat gerade auch mit 229 Watt einen Höchstwert erreicht. Gestartet. Test abgeschlossen. Fertig. Ich möchte ja jetzt nicht sagen, aber ich glaube, das war's schon. Weil ich glaube, das war's schon. Ja, wir werden jetzt den 3D-Mark ausführen. Ausführen. Mach mal den 3D-Mark. Wir werden in der Zwischenzeit schon mal das Gehäuse wieder dran schrauben, weil ich glaube, das war's. Jetzt müsste eigentlich funktionieren. Das war die Wärmeleitpaste. Ja, ist halt alles nicht so einfach. Guter Duarte. Schalten wir mal ein. Dann können wir hier eigentlich den Stick schon wieder deinstallieren. Ja, oder halt, wie der Fachmann sagt, rauszirke. Da musst du rauszirke. Da musst du den Stick rauszirke. Ja, Mann, wir müssen halt den Stick rausziehen. Zieh rausziehen. Ja. Da musst du den Stick. Kennt ihr der Berg ruft, der Watzmann? Ha, der Watzmann ruft, der Berg ruft mich. Ist geil. Der Berg, ich muss auf. Es war aber mega unheimlich. Mega. Also das hat mich schon ein bisschen mitgenommen auch, weil das ist schon cool. Der Watzmann ist schon mega, mega cool. Ich war halt jung, als ich das erste Mal gehört habe. Ich war klein, Kind war ich. Und dann hatten das meine Eltern und das haben die nicht gewusst, dass ich es angehört habe. Ich habe mir das heimlich angehört. Oh ja. Das waren Zeiten, da war's. Was will das Spiel? LOL. League of Legends. Oh je. Yeah. Oh je. Yeah. 4K. Oh, wir kriegen schon 4K-Spezifikation. Okay, also Mindestanforderung tut ja. Was will er von der Anforderung haben? Will er dann. Der Duarte. Moment, gucken wir mal. Duarte, mein Freund.
Also ich möchte mich wunderbar bedanken. Meine Dankbarkeit. Der von Ihnen gebaute Computer ist nicht vollständig leistungsfähig genug, dass ich League of Legends spielen kann. Das ist verlogen. Ah, empfohlene Spezifikation. Okay. Also empfohlene Spezifikation. Was brauchen wir? 6 für League of Legends. 6 GB RAM. Echt jetzt? Also, mein Duarte ist Platz 5. Was brauchen wir? Wir brauchen ein i5-6600. Wird dasselbe Sockel sein. Das ist, glaube ich, kein Problem. Dann brauchen wir eine GTX 1060 mit 6 GB VRAM. Ja gut, und da hat er ja RAM haben wir ja genug, da haben wir gleich 8 reingemacht. Das war doch ganz cool. Okay, du warte, mein Freund, dich haben wir auch. Jetzt gucken wir mal. Wir gehen mal zum Shop. Also was war es jetzt? Ein 6600er? Okay. Aber wir haben einen im Inventar. Wir hätten einen 6600er im Inventar. Und was ist mit dem? Einen gebrauchten 6600er. Oh, den hätten wir. Den würden wir nutzen. Okay, mach ich mal einen Haken dran. Den haben wir schon, den nutzen wir. Aber die Grafikkarte werden wir nicht haben. Und die Grafikkarte, eine 1060 mit 6 GB, werden wir nicht haben. Wir haben hier ein paar drin. Aber... aber nicht so, nein. Also dann werden wir die halt bestellen noch. 1060. Was haben wir da? MSI. Yeah. Nvidia Founders Edition, auch cool, aber die ist ein bisschen teuer. Gehen wir ein bisschen hier zum günstiger. Ah, man weiß halt nicht, was man kriegt. Ob der uns wirklich bezahlt oder ob der uns bescheißen möchte. Und ich habe Angst, dass er uns bescheißen möchte. Ja, Nvidia Founders. Die sieht halt mega geil aus, gell? Ja. Komm. Herrgott, zack. Machen wir es da rein. Passt schon. Okay. Was willst du, mein Freund? Bruce Van Cleef. Diagnose stellen. Na dann komm. Hallo? Wo liegt das Problem? Können den PC nicht einschalten? Was? Okay, er schaltet ihn nicht automatisch ein. Na dann. Schon mal seltsam. Ich glaube, macht er die Schrauben weg? Ja, er macht die Schrauben automatisch weg. Ja, voll cool. Was ist denn jetzt los? Problem diagnostiziert, wenn gar nichts passiert, ist vielleicht das Netzteil. Oder? Mal gucken, ob das Netzteil funktioniert. Das ist also PowerKing 250. Ha, der braucht vielleicht auch ein bisschen mehr als nur 250. Na, wobei, bis jetzt hat es ja auch immer funktioniert. Gucken wir mal. Netzteil. Nee, das sieht eigentlich gut aus. 250er sieht eigentlich gut aus. Seht ihr, wie schnell der jetzt schraubt? Voll gut. Jetzt werden die Probleme hier ein bisschen heikler schon. Müssen wir wirklich mal gucken, was da Sache ist. Geht nicht? Oh Gott. Was sagst du uns, mein Freund, ha? Mein Leben war Nervensammbruch und so weiter in meinem Zorn habe ich mit fürchterlich geballter Faust auf diesen dämonischen Apparat eingeschlagen, der mit der Zeit der mir meine Zeit, meine Geduld und am Ende so fürchterlich auch geizige Gesundheit geraubt hat.
Ich muss wohl nicht sagen, dass es seitdem nicht mehr einzuschalten ist. Okay, für 110 hat er halt eingeschlagen auf dem PC. Also das Netzteil haben wir angeguckt schon. An dem liegt es nicht. Gucken wir uns mal die Grafikkarte an. Sieht gut aus. Dankeschön. Gucken wir uns die CPU an. Auch gut. Na, wir nehmen ihn halt einmal auseinander. Wir nehmen ihn mal auseinander. Speicher. Wie sieht es mit denen aus? Gut, gut, gut. Alle gut. Das sind halt echt traurige kleine Speicher. Oh Gott, da kräuselt es mich. Aber gut, so ist halt. Jetzt gucken wir mal die Hauptplatine, ob es an der liegt. Müssen wir halt mal die jetzt rausmachen, ist halt so. Hauptplatine. Aha. Mottoni. Okay. Moment, ist schon auf Platz 6. Wenn das so in echt auch gehen würde, ja, wie hier, dann könnte man so gut einen PC reparieren. Van Cleef. Okay, Van Cleef, alles klar, mein Freund, stell mich hier hin. Ah, das wird morgen wird's ein schöner Tag, da können wir dann nämlich die ganzen Sachen reparieren. Da freut man sich dann schon. H170. MTech, die hat er. Okay. Haben wir. Und was ist der letzte jetzt im Bunde hier? Upgrade. Auf 16 GB RAM aufrüsten. Wie viel hat er drin? Gut, dann brauchen wir. Wie heißt der überhaupt? Der Unfair. Auf Platz 7. Er braucht 8 GB. 8. Ripjaws. 2800er. Okay. Und er braucht dann auch einen 3D-Mark-Wert von 3778. D-Mark, der hat nicht 3D-Mark drauf. Was ist denn da los? Oh, mein lieber Mann. Habe ich doch gerade einen Staub gesehen? Nee. Hat getäuscht. Kein Staub. Gut. Hier sieht's gut aus. Okay, am Doktor. Den können wir reparieren. Einmal Doktor ist erledigt. E-Mail. Na, einmal Dr. Kassierer. Sehr gut, passt wunderbar. So, mein Freund, neu starten, ja? Und während der nämlich dann den 3D-Mark ausführt, werden wir die E-Mails lesen. Ja, dann gucken wir mal. Ich ja glaube, wir müssen den 3D-Mark eigentlich gar nicht ausführen. Mit dem Programm, das ich ja natürlich habe. Ja. Mit dem Programm, das ich habe. So, geh mal hier hin. Oh, ein bisschen Formel 1 geguckt. PC Building Simulator. So, jetzt müssen wir mal gucken, was haben wir denn überhaupt hier drin? Wir haben eine GTX 1060 Gaming 3 GB. GTX 1060 Gaming 3G, bei FK, die ist es, glaube ich. Also, gehen wir hier hin. Was hat er für einen RAM? 2800 MHz, 8 GB. 2800 MHz, aber das wird er, glaube ich, gar nicht wissen.
Aber ich, also Single Channel, wir haben ja dann Dual Channel. Na, das sind doch, sind das nicht die Slots? Das sind die Slots, gell? Wenn ich jetzt, sagen wir mal, ein 16 GB drin habe, habe ich Single Channel. Wenn ich zwei 8er drin habe, habe ich Dual Channel, oder? So sehe ich das. Sagt mir, wenn ich es falsch sehe, was gut möglich ist. Ja, gucken wir mal. Er macht noch, also. Wir lesen mal die E-Mails. Neue Teile. Alles in Ordnung. Gutschreif Neubau gesucht. Ich brauche einen neuen PC. Können Sie mir helfen? Das Allerwichtigste ist, läuft Joy of Flight darauf? Mein Bruder hat Intel in seinem PC und sagt das auf dem Allerfeinsten. Bin wirklich darauf angewiesen, dass Sie das super schnell erledigen. Ja klar, cool. Für 1400 soll... Na, machen wir. Machen wir. Moment. Der kriegt den Platz 8. Das können wir jetzt gleich bestellen eigentlich. 1400. Und Joy of Flight soll funktionieren. Ist schon fertig? Okay. 3489 hat er. Moment, wir gehen mal zurück. 3489. Seht ihr jetzt hier rechts? Jetzt kommt auch da 3489, wird in diesem orangen Kreis angezeigt. Das passt schon mal so weit. So, jetzt möchten wir aber das hier schließen. Und wir möchten ein anderes Programm drauf machen, und zwar Systeminfo, weil ich jetzt halt keinen Bock habe, die CPU auszubauen. Muss jetzt wirklich nicht sein. Leute, und ich habe schon wieder, ich habe immer das Gefühl, das hetzt zu. Gibt's doch gar nicht, weil das so Spaß macht. Momentan, mir läuft die Zeit mit allem davon. Mein Stellaris möchte ich spielen, alles möchte ich machen. Und ich habe nicht die Zeit. Okay, Ryzen 5, 1400. Guck mal, Ryzen 5, 1400 Kalkulator. So, na, der hat uns aber was anderes angezeigt. Single, machen wir mal Single Channel. Ist aber auch nicht arg viel besser. Warum? Warum hat der uns jetzt hier einen 3D-Wert von 3489 gegeben? Und hier sagt er, und hier gibt er uns 40 weniger. Na gut. Jetzt möchten wir Build Upgrader machen. Das ist okay. Karriere-Level gehen wir mal auf 8. Wir möchten Ziel-Score, das habe ich schon wieder vergessen, 3778 haben. Case ist, glaube ich, egal jetzt. Im Originalsystem war da, naja, 1400, ja, 1400. Ja, Quad-Core 1400, der war es doch, oder? Ja, Quad-Core 1400. Was will er noch wissen? Er will die Grafikkarte wissen. Und es ist eine 1060. 2800. Ja, und das ist jetzt eine 1060. FK Gaming 3B. Und da hat er nicht. Das hat er Mortoni 320er drin. Budget is required. Keine Ahnung. Mal 1000. Get Upgrades. So, okay. Gut, dann gehen wir mal auf eine... Was sagt er eigentlich prinzipiell? Ja. Auf eine 6 GB. Ja, wir brauchen ein anderes Mainboard, oder? Wir haben A320M. Was können wir auf ein A320M denn setzen? Oh je, also hier mit dieser CPU, die wir haben. Ja. Gute Frage. Meine Lieben, gute Frage. Dann würde ich einfach mal sagen, wir nehmen, ich schreibe mir das mal auf, bei ihm hier, plus machen wir ihm einen 1500
1500X rein. Und vielleicht einen 89 Gamer XL. Okay, 89 Gamer XL. Dann müsste eigentlich passen. So, was habe ich jetzt gesagt? Hab's mir aufgeschrieben. 1500X. Jawohl. Da haben wir eine im Inventar. Echt jetzt? Ich überlege gerade, wir bestellen trotzdem eins. Ich weiß nicht, ob das von den anderen war. Komm, machen wir. Und eine 89, aber 89 Gamer XL, sowas haben wir doch im Inventar, oder nicht? So eine haben wir doch noch. 69, 69, 1060, 79. Ne, haben wir nicht. Na gut, na dann komm. 89 Gamer XL. Hier 89 Gamer XL. Würden wir mal die hier nehmen. Genau, nur wie viel Kohle hat er? Das ist da unfair. Wie viel will er uns denn geben? Oder kann er uns geben? Da unfair. 800? Ja, locker. Locker, Freunde, locker. Okay, cool. Dann würde ich sagen, wir bestellen das jetzt. Dann haben wir alles. Kaufen. Oh Gott, unser ganzes Geld ist weg. Wahnsinn. Und was haben wir hier? Bitte um Hilfe. Ich brauche was repariert. Wenn ich versuche, meinen PC wieder einzuschalten, fliegen alle Sicherungen im Kasten raus. Wäre der 9.2. ein annehmbarer Termin? Oh Gott. PSU ersetzen. 700 PSU ersetzen. Für 700. Ja, nehmen wir an, aber könnte schwierig werden. Na gut, könnten Sie mir mit einigen Reparaturen aushelfen? Eine ziemlich mysteriöse Angelegenheit. Könnten Sie mal prüfen, was die Ursache ist? Beim Einschalten roch es brenzlig. Jetzt lässt er sich gar nicht mehr einschalten. Es ist die CPU, da bin ich mir sicher. Ich habe festgestellt, dass sie manchmal auch ziemlich langsam ist. Wie ich höre, verwenden sie auch Gebrauchteile, aber doch nicht bei mir. Ja, wir nehmen alles an, was wir annehmen können. Leute, das war's für die Folge schon wieder, Mann. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, schreibt einen Kommentar und drückt die Glocke, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag und wir müssen die PCs hier mal abarbeiten. Das machen wir nächste Folge. Die mache ich nämlich jetzt gleich im Anschluss auf, ja. Das machen wir und dann werden wir uns an die Neubauten wagen der PCs, was immer am allermeisten Spaß macht. Also macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.